Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spellforce 3. Mit einer kleinen Änderung. Und zwar werde ich mich dafür entschieden, das Steuerungsschema B lieber zu benutzen, also das traditionelle, weil ich ja in den letzten Folgen immer mal wieder mit den WASD-Tasten mal wieder so Fähigkeiten aktiviert habe. Das habe ich dann aber auch immer mal wieder bemerkt und dann habe ich sie wieder einfach abgebrochen, das Einsetzen von Fähigkeiten. Ich bin halt sehr, sehr stark gewohnt, in Spellforce zumindest, die WASD-Tasten zum Bewegen der Kamera zu benutzen. Und nicht die Pfeiltasten. Genauso bin ich es halt gewohnt, mit der Maus nicht hier mega schnell rumzuspeeden, sondern eigentlich die Kamera zu rotieren. Gut, das machen wir jetzt trotzdem mit der Alt-Taste. Das habe ich jetzt so gelassen. Befehle? Nee, gar nicht. Die Steuerungstaste ist es, glaube ich, ne? Ja, genau, mit der Steuerungstaste. Das habe ich jetzt so gelassen, damit man trotzdem noch irgendwie diese Möglichkeit hat, mal so kurz rumzuspeeden. Aber es irritiert mich hart, dass ich nicht mit WASD die Kamera bewegen kann. Zumindest in Spellforce 3. Und deswegen habe ich jetzt wieder das Steuerungsschema an. Ja, jetzt habe ich hier wieder diese komischen Buttons, die keinem Hotkey zugeordnet sind. Gut, dann ist es so. Ich klicke dich ja sowieso. Ja, und natürlich Spielstand speichern mit der 5 und Inventar öffnen mit I. Das ist auch noch etwas, was sich natürlich ändert, was viel schöner ist, als mit F5 das Inventar zu öffnen. Guck mal, Quick Save. Mit F5. So muss es sein. Ich hätte natürlich beim anderen Steuerungsschema auch umändern können, aber ich meine, wozu haben wir denn ein traditionelles Steuerungsschema B? Dann kann ich auch das nutzen. Taha. Anselm? Was ist passiert? Wo ist der General? Im Norden. Er hat uns das Kommando überlassen. Was ist mit dem Außenposten? Habt ihr ihn gesichert? So unbekümmert, wie ihr hier reingeschlendert seid, könnte man fast meinen, die Elfen haben kapituliert. Haben sie auch. Anselm, ich muss mit dem General sprechen. Es gibt ja etwas über den Blutbrand, das er nicht... Spar dir den Atem. Leonon wird neutralisiert. Neutralisiert? Du meinst ausgelöscht. Nenn's, wie du willst. Und ja, ich weiß, sehr tragisch, aber es geht nicht anders. Laut dem General war das von Anfang an der Plan. Solange wir nicht wissen, wie diese Krankheit sich verbreitet, darf keiner diesen Ort verlassen. Zumindest nicht lebendig. Aber wir wissen ja was über den Blutbrand. Aber natürlich werden die das nicht einsehen. Aber gut, naja. Das ist jetzt eine sehr doofe Situation. Also wusstest du von Anfang an, weshalb wir hier sind? Warum hat er es dir gesagt, aber uns nicht? Ich habe es auch eben erst erfahren. Also nein, ich wusste es nicht. Ja, gut. Wie gemein. Das ist Wahnsinn. Diese Menschen sind unschuldig. Anselm, wir können sie nicht einfach töten. Ja, und was sollen wir deiner Meinung nach tun? Auf die Knie fallen und weinen? Wir sind Soldaten und wir haben einen Befehl bekommen. Ende der Geschichte. Aber General Noria weiß nicht, was wir wissen. Und das sollte er, bevor er irgendeine Entscheidung trifft. Inzwischen würde es eine Stunde dauern, ihn einzuholen. Selbst zu Pferd. Und selbst wenn, er hat seine Entscheidung getroffen. Was ich übrigens auch verstehen kann. Das Leben aller Menschen Northanders steht auf dem Spiel. Vielleicht sogar ganz Eo. Ja, aber... Okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder in Ordnung bringen wir es hinter uns oder vergiss es, ich werde die Leute nicht töten. Und bei einer Sache hat er leider recht und deswegen ist es vielleicht cleverer, erstmal sich zu fügen. Wir sind ja Soldaten. Und wir haben einen Befehl erhalten und den müssen wir ausführen. Auch wenn da Kacke ist.
Deswegen würde ich sagen, wir machen wie wenig Optionen. Gut, dann bringen wir es hinter uns. Hm. Und ich dachte, ich wüsste alles, was es über dich zu wissen gibt. Haha. Du überraschst mich. Was? Sag mir eines. Erinnerst du dich an ihr Gesicht? Wessen Gesicht? Wovon sprichst du? Verdammt gute Frage, was? Vor 8 Jahren in Iskander, als dein Vater dich hinrichten lassen wollte, hat die Wolfsgarde dich gerettet. Aber das weißt du ja bereits, sonst wärst du nicht hier. Was du aber wahrscheinlich nicht weißt, ist, dass eine Gardistin dafür ihr Leben gelassen hat. Meine Schwester. Gwen. Dein Vater hat sie bei lebendigem Leibe verbrannt, ihr die Haut vom Schädel geschmolzen. Aber nein, das war nicht genug. Anstatt dich zu töten, wie er es hätte tun sollen, hat der General dich leben lassen. Mehr noch, zum Teil der Armee gemacht. Dich, den Sohn des Verräters. Er hätte ebenso gut auf das Grab meiner Schwester pissen können. Das ist nicht gerecht, Anselm. Das ist nicht gerecht und das weißt du. Scheiß auf gerecht, du Wichser! Sie ist tot, verdammt nochmal! Sie ist tot und du lebst! Du hast nicht die leiseste Ahnung, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe. Ehrlich, ich hatte wirklich gehofft, dass du den Befehl verweigern würdest. Das hätte die Sache etwas vereinfacht. Aber sieht aus, als hätte ich mich geirrt. Dann hinterlassen wir eben einfach keine Zeugen. Wahnsinn, das kannst du nicht tun! Du wirst überrascht sein, was das ich alles kann. Ist ja gemein. Okay, er greift uns an, weil wir haben es ein bisschen schwierig gemacht. Und dadurch, dass wir den Befehl nicht verweigert haben. War vielleicht dann doch keine so doofe Entscheidung, aber wir killen ihn trotzdem. Ja. Okay, also wir killen ihn nicht ganz. Er hat hier den Lebensbalken vorbei. Ich bin bereit. Schaltet sie aus! Kann ich nicht, weil. Ja. Verdammt! Ich bin bereit. Heilung! Ja, das kriegen wir schon hin. So, läuft. Verdammt! Verdammt, 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 verdammt! Bleib ruhig, Bertrand. Das war nicht unsere Schuld. Wir müssen... Taha! Es gibt Neuigkeiten vom Ge... Tiaras Atem. Was ist dir passiert? Wir können das erklären. Sie... Bleibt, wo ihr seid. Deine eigenen Brüder abzuschlachten. Ich kann es nicht glauben. Aber ich hätte es mir denken sollen. Lasst auf der Stelle die Waffen fallen. Auch ihr, Kapell. Es sei denn, ihr wollt den Henker um seine Arbeit bringen. Den Henker? Was dachtet ihr? Ihr seid hiermit des Hochverrats angeklagt. Verraten vom Kind des Verräters. Das wird dem General überhaupt nicht schmecken. Überhaupt nicht. Kacke. Das ist dumm gelaufen. Ich habe euch immer gesagt, dass so etwas passieren würde, Lord Arandir. Ich habe es euch gesagt. Das habt ihr. Und ich kann immer noch nicht glauben, dass das alles ist, was ihr zu eurer Verteidigung zu sagen habt, Taha. Naja, ne? Also, wo sind wir überhaupt? In der Mitte ja scheinbar nicht. Wo sind wir da? Nee, da ist Sentenza nur. Das ist der Dingens. Ist das da? Nee. Sind wir? Zumindest nicht in der Mitte. Oder komme ich hier gerade rein? Naja, egal. Anselm und seine Freunde wollten uns töten. Ach, da. Und wir haben uns verteidigt. Wollt ihr es schriftlich haben? Hüte deine Zunge, Taha. General, ihr seid ein Soldat der Krone, Taha. Und die letzten 8 Jahre habt ihr uns gute Dienste geleistet. Und nicht nur das, ihr gingt sogar so weit, eurem Vater den Gehorsam zu verweigern, weil ihr wusstet, dass seine Taten fehlgeleitet waren.
Das respektiere ich. Aber kaltblütig 5 eurer eigenen Brüder zu töten, das kann ich nicht ungestraft lassen. Es tut mir leid. Das ist doch lächerlich. Anselm hat uns reingelegt, verdammt. So einfach ist es. Er gibt Tahar die Schuld am Tod seiner Schwester. Und das war sein Racheakt. Warum habt ihr ihn dann getötet? Warum habt ihr sie nicht einfach bewusstlos geschlagen? Was zum... Weil das ein Kampf auf Leben und Tod war. Bei Tiara, sie wollten uns töten. Und ich... Halte den Mund, Capel. Halt einfach den Mund. Du bist ein Mörder, Taha. Ich hätte es wissen müssen, aber ich war zu blind. Dasselbe gilt für dich, Capel. Ihr beide seid eine Schande für die Wolfsgarde. Sagt mir eines, Taha. Bereut ihr es wenigstens? Ich habe mich verteidigt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Na schön. Korporal Taha, Korporal Capel, ihr seid hiermit des Mordes an 5 Soldaten der königlichen Armee und der Befehlsverweigerung für schuldig befunden. Die Strafe für dieses Vergehen lautet Tod durch Pfählung. Werft sie in den Kerker. Kacke. Raumschanze, das Gefängnis. Jede Regentschaft hat Gegner und jede Schlacht bringt Gefangene mit sich. Es heißt, vor langer Zeit hätten nur Diebe und Meineidige die Kerkerzellen von Grauschanze belegt. Doch die Zeiten haben sich geändert, drastisch. Die meisten der aktuellen Insassen haben sich vor allem eines Verbrechens schuldig gemacht. Magie. Und wir haben jemanden gekillt, der uns töten wollte. Das ist natürlich jetzt sehr doof. Richtig, das war's. Wie bitte? Seit ihr hier sitzt, frage ich mich, warum mir euer Gesicht so verdammt bekannt vorkommt. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe euch auf dem Hof gesehen, damals, als sie mich zu meiner... Wie nannten sie es doch gleich? Verhandlung geführt haben, richtig? Ja. Das ist die wir am Anfang gesehen haben. Weil wir diese eine Quest noch gemacht haben. Hätten wir die nicht gemacht, dann wäre das Gespräch, glaube ich, ein bisschen anders. Aber jetzt wissen wir ja, wer sie ist. Aber sie ja gesehen haben. Keine Ahnung. Doch, ich bin mir sicher. Ihr seid es gewesen. Und ihr seid einer von ihnen. Ihr seid ein Soldat, das sieht man sofort. Aber so wie es aussieht, sitzen wir beide im selben Boot. Also pfeift drauf. Ich bin Yria. Yria aus Finan Mir. Und ihr? Nennt mich einfach Taha. Taha? Wie Isamu Taha? Der Anführer der Rebellen? Er war mein Vater, ja. Aber in den Magierkriegen habe ich gegen ihn gekämpft. Lange Geschichte. Geht mich vermutlich auch nichts an. Seid ihr hier, um ein paar Stunden damit zu verbringen, in Rattenscheiße zu sitzen und diesen Fanatikern dabei zuzuhören, wie sie unsereins die Seele aus dem Leib foltern? Ich enttäusche euch nur ungerne. Aber das wird nach einer Weile langweilig. Was? Skandal? Ich glaube, ihr wisst sehr wohl, warum ich hier bin. Ich bin zum Tod auf dem Pfahl verurteilt worden. Genau wie ihr. Stimmt. Das hätte ich mir denken können. Und wie kommt's? Seid ihr von der Wolfsgarde nicht eigentlich so eine Art Elite? Die Besten der Besten? Ich wurde verleumdet. Oh? Von wem? Schwieriges Thema. Kurz gesagt, ein Waffenbruder macht mich für den Tod seiner Schwester verantwortlich. Er hat auf der letzten Mission versucht, mich dazu zu bringen, einen Befehl zu verweigern. Als das nicht geklappt hat, haben er und seine Freunde uns einfach angegriffen.
Meine Güte. Manchmal frage ich mich wirklich, was mit dieser Welt nicht stimmt. Ich bin in einen Hinterhalt geraten. Soldaten des Hauses Leonida. Zumindest haben sie das behauptet. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden, aber erfolglos. Und ich weiß, dass ich es nicht hätte tun sollen, wisst ihr? Meine Magie einsetzen. Ich hätte eigentlich nur wegrennen oder einem von ihnen einen Pfeil in den Hals jagen sollen. Aber in diesem Moment, ich hatte einfach so eine Scheißangst. Was habt ihr getan? Tja, ich erinnere mich nur an Bruchstücke. Aber zwei von ihnen haben sich auf mich gestürzt, woraufhin ich meiner Lichtmagie freien Lauf gelassen habe. Es hat nicht mal eine Minute gedauert, da waren sie tot. Ich wusste nicht mal, dass ich dazu fähig bin. Eine Lichtmagie kann töten? Ja, scheinbar kann sie das. Lichtmagie kann töten? Das wusste ich gar nicht. Sie kann aussaugen, wenn ihr euch darunter etwas vorstellen könnt. Aber ja, das kann tödlich enden. Und ich schätze mal, ihr wurdet erwischt? Nicht gleich, aber ich würde lieber nicht darüber reden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Mann, sie werden uns töten, könnt ihr es glauben? Und es gibt da immer noch einen Teil in mir, der sagt, dass das alles nur ein böser Traum ist. Habt ihr Angst? Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Tja, das versuche ich auch. Klappt nur nicht. Wie dem auch sei, ich weiß nicht, wie es um euch steht, aber ich habe noch nicht aufgegeben. Wir müssen einen Weg herausfinden und das schnell. Wir sind in einem Gefängnis. Gut erkannt, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir sterben werden, wenn wir hier bleiben. Ich habe jeden Winkel meiner Zelle abgesucht, aber keine Chance. Eure ist viel größer. Seht doch mal nach, ob ihr irgendetwas findet, mit dem wir hier wieder rauskommen. Was denn? Einen magischen Schlüssel? Nein, irgendwas, woraus sich zum Beispiel ein Dietrich anfertigen lässt. Oder vielleicht fangt ihr erstmal damit an, diesen Durchbruch in der Mauer hinter euch zu durchsuchen. Ja. Vielleicht finden wir etwas, um aus diesem Gefängnis auszubrechen. Ja, das ist möglich. Was ist das? Eine Art Gitter. Aber da unten hängt etwas. Moment. Das sieht nach einem Stück Metall aus. Im Ernst? Dann holt es. Ich versuch's, aber... Oh, Scheiße! Krass. Elends Wasser. War das in Ordnung? Ich glaube schon. Was war das? Eine Tunnelspinne. Erst gestern wurde einer der Gefangenen gebissen. Scheiße. Gut, dass ihr das Vieh getötet habt. Ja, und ich habe den Nagel. Ihr... Richtig, der Nagel. Hätte ich fast vergessen. Wenn ihr jetzt noch einen Faden oder so findet, könnten wir einen Dietrich daraus machen. Einen Dietrich? Tiaras Atem, was glaubt ihr, was das hier ist? Ein Spiel? Ja. Wir sind in einer Gefängniszelle in Grauschanze, verdammt. Selbst wenn ihr Cerbos Schlüssel bei euch hättet, könntet ihr diese Türen nicht knacken. Ignoriert ihn einfach. Wo ist eigentlich unser anderer Heini? Wo ist hier gar nicht in dem Zellentrakt hier? Keine Ahnung. Zeit aufzuwachen, Abschaum! Der Bote ist hier! Sind Schänder unter Ihnen? Die beiden da drüben. Moment, ist das nicht... Das Kind des Verräters, ja. Interessant. Ich bin Rhonda Lacaine und ich bin der Bote des Lichts. Ihr seid hier, weil ihr gesündigt habt. Ich kenne die genauen Umstände eurer Verurteilung nicht und es ist einerlei. Denn aus welchem Grund auch immer, das Licht hat euch für schuldig befunden. Die... Gnade, bitte Herr, Gnade, ich hab Frau und Kinder, ich... Fresse, Abschaum! Nicht, Kind. Dieser Mann hat Angst. Und das sollte er auch. Mein Hiersein hat einen einfachen Grund. Die Elfin und der Korporal sind Schänder und stehen damit jenseits jedweder Vergebung. Aber für euch beide besteht noch Hoffnung. Bekennt euch zu euren Sünden und lasst das Licht in euer Leben. Und ich werde euch eine Chance gewähren. Die Chance auf ein neues Leben, auf eine Wiedergeburt als Diener Aoniers, als Teil der Reinheit.
Die Wahl liegt bei euch. Kind? Ich glaube, er ist tot, Eure Heiligkeit. Weshalb? Meine Anweisungen waren klar. Sofern sie keine Schänder sind, haben sie nicht zu sterben, bis sie die Chance hatten, Reue zu zeigen. Ich weiß, Eure Heiligkeit. Aber dieser Mann war bereits krank, als die Soldaten ihn hierher gebracht haben. Ich schätze, sie haben seine Wunden nicht behandelt und... naja. Verstehe. Möge das Licht deiner Seele gnädig sein, Kind. Ich bereue. Ich flehe euch an, Eure Heiligkeit. Ich bereue. Ist das so? Ja. Dann bekenne. Es tut mir leid, Eure Heiligkeit. Ich verstehe nie. Bekenne dich deiner Fehler. Bekenne dich deiner Sünden. Bekenne, dass du verdorben bist, dass dein Leben leer und sinnlos war, ohne die Liebe des heiligen Allvaters. Und bekenne, dass es einzig und allein diese Liebe ist, die dich zurück auf den Pfad der Rechtschaffenheit führen kann. Ich bekenne. Dann erhebe dich und sei wiedergeboren. Öffne seine Zelle, Kind, und schaff ihn fort. Ich werde im Hof zu euch stoßen. Aber seid ihr euch sicher, Eure Heiligkeit? Bin ich. Geh. Selbstverständlich. Was für ein Spinner. Wenn ein Gefangener bereut, lassen Sie ihn dann wirklich leben? Hängt davon ab, was ihr unter Leben versteht. Soweit ich weiß, müssen diese Neugeborenen sich voll und ganz der Reinheit verschreiben. Sie werden ihre Sklaven, sozusagen. Aber ja, sie retten sich damit vor der Hinrichtung. Was jetzt? Keine Ahnung. Aber solange dieser Lackaffe da ist, kommen wir hier nicht raus. Dietrich hin oder her. Wartet. Ist das... hört ihr das? Ihr habt sie gehört, nicht wahr? Das ist das Lied. Das ist übrigens das Lied, wo viele glauben, dass das kommt. Und danach kommt der Blutbrand bei denjenigen, die das Lied gehört haben. Was vollkommener Quatsch ist oder zumindest nicht unbedingt stimmen muss, weil wir haben das gehört und natürlich bin ich der Hauptcharakter. Wir werden nicht einfach an Blutbrand sterben. Aber das ist dieses Lied. Das war eben gerade hart laut. Ich könnte bei YouTube die Lautstärke leiser stellen. Ich kotze das an, dass in Spellforce, egal welcher Teil, jedes Mal ist, die Lautstärke einfach nicht abgestimmt ist. Also so abgestimmt ist, dass wenn ich jetzt bei einem Bereich die Lautstärke leiser mache, andere Bereiche auch leise sind. Auf einer guten Lautstärke. Und nicht irgendwie dann extrem laut sind. Ne? Also die Zwischensequenzen hier, beziehungsweise die Anfangssequenz nach dem Tutorial, die dann einfach wieder hart laut ist. Das nervt so ein bisschen. Aber ja, wir haben es auch gehört. Diese Stimme, ja. Das ist interessant, gelinde gesagt. Was ist interessant? Ich kann euch nicht folgen. Was war das eben für eine Stimme? Verzeiht, es ist nicht leicht, in Worte zu fassen. Der Blutbrand. Was wisst ihr über ihn? Nur, dass er eine Art magischer Seuche ist. Magische Seuche, ja, so könnte man sagen. Wo fange ich an? Vor 6 Monaten, noch vor dem ersten Auftreten des Blutbrands, schickte mir Aonir eine Vision. Sie war wunderschön, ergreifend. Ich erwachte in einer weiten, leeren Wüste. Die Sonne schien grell vom Himmel, der Sand brannte unter meinen Füßen, aber dennoch fühlte ich mich nicht unwohl. Im Gegenteil. Ich fühlte Frieden. Einen Frieden, den ich so noch nie gespürt hatte. Ich begann zu laufen, bis ich die Silhouette einer anmutigen, gewaltigen Stadt sah. Die Mauern turmhoch und weiß wie Marmor.
Als ich die Tore erreichte, waren sie weit geöffnet. Inzwischen schien die Sonne noch stärker, noch greller, drängte die Stadt in ein Meer aus Licht. Aber so ehrfurchtgebietend das Bild auch war, ich hatte keine Angst. Ich betrat die Stadt und fand die Straßen verlassen vor. Ich weiß nicht, wie lange ich lief, aber es müssen Stunden gewesen sein. Dann schließlich sah ich ihn, den Allvater Aonir. Eine Gestalt aus purem Licht. Ihr habt Aonir getroffen? Ja. Ich denke nicht, dass ihr als Ungläubiger auch nur ansatzweise verstehen könnt, wie es sich anfühlte. Aber was zählt ist, dass er zu mir sprach. Er erzählte mir von dem Blutbrand und wie wir ihn heilen könnten. Interessant. Was kümmert Aonir denn der Blutbrand? Er plant seine Wiederkehr. Was? Ja. Er plant, in unsere Welt zurückzukehren. Das ist auch der eigentliche Grund dafür, dass die Wächtergötter sich aus der Welt zurückgezogen haben. Sie sind in ihren alten Schlummer gesunken, weil sie nun nicht mehr gebraucht werden. Und sobald wir die Reinheit des Lichts, die Welt für seine Wiederkehr vorbereitet haben, wird uns der Allvater eine neue Welt schenken. Eine Welt des Friedens und der Harmonie. Keine Magie mehr, keine Ungleichheiten, kein Adel mehr. Und der Blutbrand ist nur eine weitere Prüfung, die wir alle bestehen müssen. Ja, eine neue Welt, die in Scherben liegt. Ich glaube, es ist ja so, dass diese... wie hießen die nochmal, diese komischen Leute da, die diese Drachenforschung gemacht haben im Spellforce 2. Ich glaube, die existieren ja jetzt auch schon, ne? Auch noch ganz interessant, was mit denen eigentlich jetzt zu dieser Zeit, was mit denen jetzt ist, weil die werden dann ja auch irgendwann diese schwimmende Stadt bauen und sowas alles, ne? Das ist ja noch alles gar nicht passiert. Aber naja, die neue Welt, die viel besser, viel mehr Frieden hat, ja, wer glaubt's, ne? Also, muss man nur mal Spellforce 2 spielen, da weiß man, das ist nicht so. Was macht euch so sicher, dass es eine Vision und nicht irgendein Traum war? Ich weiß es einfach. Ja, das ist auch die beste Argumentation von Querdenkern. Ich weiß es einfach. Es ist einfach so. Weil ich es sage, es ist Tatsache. nein, es ist eben nicht. Naja. Wir machen weiter in der nächsten Folge bei Spellforce 3. Ich werde jetzt mal nicht Escape drücken und dann das Spiel anhalten, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn ich Escape drücke. Eventuell skippe ich dann noch diesen einen Part, da den ich noch quatschen kann. Aber ja, wir sehen uns zumindest beim nächsten Mal wieder. Dann hören wir, was er zu sagen hat. Unter anderem zum Blutbrand, wie man ihn heilen kann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.